Yo, what's up, Friends, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cop or Drop. Let's go. Also wir machen das ja sowieso auch wieder mit ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Würde ich sagen, Cop, der geht wahrscheinlich für meine Größe genauso gleich mit dem Preis. Also kann gut sein, dass er vielleicht 1,5 sein wird. Und ich weiß allerdings nicht, ob das sich jetzt auch so abnutzt, so beim Skaten, weil ich meine mal einen gesehen zu haben, da war das Swoosh auf der Innenseite vom Schuh so ein bisschen pink und dazu hatte mal jemand pinke Laces getragen, das sah geisteskrank geil aus und ich glaube auch, dass der Colorway sich komplett ändert, wenn man so den überall so ein bisschen abranzt. Und ja, doch, ist ein geiler Schuh, würde ich safe als Cop nehmen. Ich glaube vor 2 Jahren safe Cop, aber mittlerweile nicht mehr, weil mein Brillengeschmack sich schon ein bisschen geändert hat. Du weißt ja noch, die von Prada, die war geil. Aber ich finde ganz nice, dass die so unten diese eckigen Brillengläser hat und auch so diese weißen Details so am, wie nennt man das, Ohrenbügel, finde ich ganz nice. Und dass die Silber ist. Ich glaube, mit einer goldenen Brille, dann würde ich, wenn ich dann noch Silberschmuck tragen würde, dann könnte es schwierig werden, würde ich einen Drop geben, deswegen. War das jetzt ein Kopf oder ein Drop? Ein Drop. Safe Drop. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Air Force ist, in welcher Kollabo das ist oder so. Aber der geht eigentlich für 1. Ja gut, der geht für 172. Nee, trotzdem. Nee, der ist schäbig. Sorry. Nee, Drop, Drop. Boah, die ist geil. Der Preis, der ist nicht so geil. Cop. Weil würde ich so ein bisschen Oversize-mäßig die tragen, weißes T-Shirt drunter, so eine kurze Hose und so hier die Nike Air Force dazu. Könnt ihr die überhaupt sehen hier? Da, die dazu. So ein bisschen so diesen Tennissocken-Style mäßig. Dazu ist noch eine geile Brille. Doch, würde ich schon fühlen. Ist eine geile Jacke, aber der Preis 6.000 Euro. Puh, ne. Ne, ne, aber doch. Wir machen es ja hier fürs Video. Von daher, Cop, Cop. Boah, interessant, interessant. Das Bild habe ich auf jeden Fall gesehen, als mir das eingesendet wurde. Da dachte ich mir so, wenn du das nimmst, ey, muss ich erstmal eine Storytime raushauen. Weil nämlich, ich bin sogar am Überlegen, mir die PS5 zu holen, wenn die halt rauskommen. Dann ein bisschen warten noch so, bis die ein bisschen günstiger ist. Vielleicht so ein Action-Bundle zu holen. Aber bin halt auch am Überlegen, ob ich mir die neue Xbox holen soll. Weil nämlich, ich seit kleinen Beginn auf die allererste Xbox hatte, dann die 360 hatte. Jetzt habe ich momentan ja die One. Und deswegen halt so, dass es so ein persönliches Ding ist. Aber ich finde die geil und ich fand halt auch die Messe, habe ich gesehen, als die vorgestellt wurde, da so online und die Spiele dazu gezeigt haben. Die Grafik sieht schon geil aus. Würde ich dann, ja. Und natürlich, weil natürlich mehr, weil hier all meine Freunde das haben, die sagen auch schon so, boah, Luke, hol dir eine PS, ey. Xbox ist scheiße. Ich glaube, das wird auch meine Stimmung umstellen und deswegen würde ich mir halt aus den Gründen dann jetzt auch eine PS5 holen. Deswegen Cop. Safe, safe, safe Cop. Du weißt noch, letztes Jahr im November, wo ich die, das Flanell hatte, da war es mir leider zu groß, habe es zurückgesendet, aber geisteskranken Preis damals gehabt. Ich glaube, das kostet jetzt normal 350. Im Sale kostet es, glaube ich, jetzt 250. Und ich hatte das ja damals für 170 gekauft. Leider war es mir damals zu groß, aber es ist ein Safe Cop und ja, vielleicht habe ich mir das auch schon gekauft. So, die Zuschauer denken sich jetzt so, was? War voll abgesprochen. Nee, nee, aber vielleicht habe ich es mir schon gekauft. Von daher ist es eigentlich dann kein Cop oder kein Drop mehr, so. Deswegen, got it. Marke, sehe ich Virgil Off-White. Würde ich ein 203, oh, schon im Sale sogar. Naja, würde ich trotzdem Drop geben, weil ich halt meine Prada Bag habe. Und ich glaube, 2 schwarze Taschen fühle ich jetzt nicht so heftig. Wäre die jetzt so vielleicht in Silber oder wäre die halt so, ich sage mal, wären die so bei 150 Euro und ich müsste mir halt übelst keine Gedanken machen. Müsste ich ja sowieso nicht, weil wir machen das ja hier rein theoretisch. Und die wäre zum Beispiel so Babyblau, Neongelb oder so. Und dann zu so einem minimalistischen Outfit, die zu kombinieren, boah doch, dann wird die gut kommen. Deswegen schwarz Drop, jeder andere Colorway wäre ein Cop. Wie teuer ist die?
378 produziert. Oder steht da? Nein. Big Drip. Ja, da hast du echt einen Big Drip. Ey, ne. Drop. Drop. Was eine hässliche Hose. Also da würde ich schon viel mehr die fühlen, die diese Levis Jeans von Vetements mit dem Vetements und dann auf den Sack, den Print. Oh, das ist nice. Aber ist ein bisschen teuer. Aber ich finde es recht nice. Da gab es ja von... Oh, von wem haben wir uns das angeguckt? Von Helmut Lang. Von Helmut Lang gab es da auch so ein ähnliches Kurzarmhemd bei Bräuninger in Düsseldorf, weißt du noch? Aber das war leider damals viel zu dünn. Aber das hat nur 200 gekostet. Bei dem Magella Kurzarmhemd. Vor allem oversized. Ja, müsste ich halt gucken, wie das so fittet, aber sieht recht nice aus. Ist auch komplett beige, ne? Nicht, dass es irgendwie die Endungen da am Kragen ist, nicht irgendwas gelb oder so, ne? Ne, doch, Kopf. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bilder das jetzt waren, aber ich glaube, das war jetzt gerade das letzte Bild, oder? Ja. Alles klar. Dann könnte ich jetzt noch so in die Kamera labern, dass sie den Kanal abonnieren sollen und mir bei Instagram folgen sollen und den Video ein Like da lassen, ne? Mhm. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, tschüss.